Der Schwerpunkt der Aktivitäten in München bei dem Konzept Access to Dance ist, dass wir versuchen, neues Publikum zu bekommen für den Tanz. Und zwar fangen wir an bei den Schulen. Wir bringen den Tanz in die Schulen, wir kümmern uns um Aus- und Weiterbildung und wir bringen künstlerische Produktionen ins Theater und versuchen so, die Institutionen und die Tänzer und Tanzpädagogen in München und im Umland miteinander zu vernetzen und neue Produktionen anzubieten, um neues Publikum zu bekommen. Wir haben ein Internetportal, ein Tanzportal, tanzinbayern.de. Dort werden alle Termine und Veranstaltungen gezeigt und mit Bildmaterial und vernetzt. Es gibt dort auch Internetblogs, wo sich Studenten, Internet-User, Schüler, Lehrer, Zuschauer direkt informieren können und auch direkt interaktiv teilnehmen können und Beiträge selber schreiben können. Diese Plattform ist sehr wichtig, weil sie zum ersten Mal alle Veranstaltungen in Bayern in einem großen Zusammenhang im Internet zeigt und die auch ständig aktualisiert werden. Die Tanzbasis ist ein Verein aus verschiedenen Organisationen in München. Das ist einmal das Tanznetz, dann das Bayerische Staatsballett, die Muffatalle, Joint Adventures, die Theaterwissenschaften in der Universität München und Tanz und Schule, Kulturbüro sowie der Klaus-Kieser-Verlag. Darüber hinaus arbeiten wir auch noch mit vielen anderen Partnern in der Stadt, auch mit dem Dance Festival zum Beispiel, und wir haben auch eine Kooperation mit der Weiterbildung an der TU, mit der Sportfakultät, wo es um die Weiterbildung von Tänzern und Tanzpädagogen geht, die in den Schulen arbeiten möchten. Katja Schneider an der Universität bei den Theaterwissenschaftlern bietet extra Seminare an, wo die Studenten innerhalb der Theaterwissenschaften mit dem Schwerpunkt Tanz sich weiterbilden und auch in die Praxis gehen. Sie begleiten die Projekte, die wir bei Tanz und Schule in den Schulen haben, und evaluieren diese Projekte im Hinblick auf die ästhetische und kulturelle Bildung. Wir arbeiten zum Beispiel sehr stark, sehr eng mit dem Bayerischen Staatsballett zusammen. Es gibt einen regen Austausch zwischen den Tänzern der freien Szene und den Tänzern vom Staatsballett. Es gibt einfach über die Grenzen hinweg zur Muffatalle und zu den Festivals, die in München stattfinden, sehr, sehr enge Kooperationen, die sich auch permanent weiterentwickeln und ausweiten. Wir haben festgestellt, jetzt nach fast 2 Jahren, dass der Tanzplan München, also das Konzept von Access to Dance, sich doch sehr, sehr positiv auf die ganzen Tänzer und Tanzpädagogen auswirkt, sowie auch auf die Schulen und Lehrer und Schüler, die wir auch durch unsere Arbeit erreichen. Es hat sich also sehr viel getan. Wir haben sehr viele Fortbildungen innerhalb von Access to Dance veranstaltet, wo viele Tänzer daran teilnehmen. Die politische Aufmerksamkeit und die mediale Aufmerksamkeit ist enorm gestiegen durch unsere Präsenz, dauerhafte Präsenz von Tanz in München. Und überregional haben wir auch Kooperationsprojekte mit Nürnberg, Würzburg, Augsburg. Wir veranstalten zum Beispiel auch ein Tanzfestival der Grundschulen in Bayern in den verschiedenen Städten und sind da ganz glücklich, weil wir neue Kooperationspartner außerhalb von München gefunden haben. Das Münchner Projekt beruht eigentlich auf der Initiative der vielen verschiedenen Personen innerhalb dieses Netzwerkes. Das Projekt ist insgesamt enorm gewachsen, sodass wir also sehr viel Energie und Arbeit da reinstecken, ohne dass wir eigentlich eine gewachsene Struktur haben, auf die wir zurückgreifen können, so wie es in anderen Städten der Fall ist. Also wir haben zum Beispiel keine gemeinsame Pressestelle und wir bräuchten einfach eine Struktur, aus der wir gemeinsam arbeiten können. Wir würden uns wünschen, dass es langfristig einen Ort gibt, wo wir direkt im Kontakt mit den Künstlern sind, im Austausch, wo wir auch Räume zur Verfügung haben und wo wir auch in der Stadt als Ansprechpartner sichtbarer sind. Das ist das, was uns noch fehlt und wo wir uns wünschen, dass unsere Arbeit sich in diese Richtung entwickeln wird.